Eine verkorkste Woche kommt ja selten allein. Manchmal, ja, hängen wir gleich noch eine hinten dran, so wie diese hier. Letzte Woche schon so unrund gelaufen und die Woche hier lief definitiv nicht besser. Am Montag noch voller Taten dran gewesen. Video verlinke ich ja nochmal ganz gerne oben. Kallax-Pläne, schauen wir uns gleich an. Die habe ich umsetzen können. Also das steht mittlerweile alles. Aber ich habe euch nicht großartig mitnehmen können. Das war ein Problem, denn einer meiner Jungs war krank zu Hause. Ja, der ist glücklicherweise heute wieder freudenstrahlend in den Kindergarten gegangen, hat sich irgendeine Magen-Darm-Infektion eingesammelt, war definitiv unschön. Ja, also könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, die eine oder andere schlaflose Nacht inklusive. Also ein bisschen schwierig gewesen die Woche hier. Deswegen seht's mir nach, dass ich jetzt hier bei den Kleinigkeiten, die ich bisher gemacht habe, euch da nicht wirklich habe mitnehmen können. Ja, mich hat es dann auch so ein bisschen niedergelegt. Ich glaube eher so ein bisschen schlafmangelmäßig, aber gut, irgendwie muss es ja weitergehen. So, schauen wir direkt mal drüben drauf auf die drei neuen Becken, die mittlerweile stehen. So, sind ja eigentlich vier Becken. Nehmen wir das 45P auch noch mit da rein. Ich habe es ja am Montag ganz kurz gezeigt. Das ADA kleine Weißglasbecken wird auch nochmal neu hergerichtet werden. Ist schon ein bisschen älter das Becken, aber in jedem Falle noch zu gebrauchen. Beleuchtung ist Twinster 450 ES, müsste das glaube ich sein. Was rein soll am Ende, bin ich mir noch unschlüssig. Also Garnelen in jedem Falle, aber welche am Ende, da bin ich mir, wie gesagt, noch ein bisschen unschlüssig. Hat aber auch unterm Strich noch ein bisschen Zeit. Ja, eines der nächsten, was wir in jedem Fall jetzt machen werden, ist das 7638-22 hier oben drauf auf dem Kallax-Regal. Das soll ja dann werden für die Kardinalfische. Ich hätte ja gesagt, das können wir auch auf die Schnelle machen. Ich habe eigentlich alles da, um es auch relativ zügig zu starten, damit die Tiere aus der Box raus können. Aber ich will mir hier in jedem Falle dann doch ein bisschen Zeit lassen. Am Ende soll es schön werden. Ich habe nicht mehr so arg viele großartige Möglichkeiten, um überhaupt irgendwas zu stellen. Na, Platz muss her, so ein bisschen Stauraum zusätzlicher, der geschaffen werden muss. Deswegen muss ich mich ein kleines bisschen einschränken. Und ja, deswegen eben hier die Ausweichmöglichkeit eben auf das Kallax, um Stauraum, aber eben auch die Projekte so ein bisschen zu kombinieren. Ja, deswegen möchte ich es am Ende schön haben, ne? Also nicht irgendwie auf die Schnelle daher eingerichtet. Über den Filter bin ich mir noch unschlüssig. Es kann sein, dass es ein Außenfilter wird. Ja, das muss ich mir noch ein paar Gedanken machen. Innenfilter möchte ich hier nicht einsetzen. Hang-on-Filter war auch meine Überlegung, müsste ich aber dann, da seht ihr ja, logischerweise dann auf die rechte Seite hängen. Würde ich, wenn ich mir diese Perspektive hier ansehe, dann doch ein bisschen als störend empfinden. Ja, da jetzt quasi rechts nochmal so ein Hang-on-Filter hängen zu haben. Deswegen ist es sehr, sehr gut möglich, dass ich mich hier für einen Außenfilter entscheide. Direkt unten drunter, aktuell noch nicht beleuchtet, da muss ich mir auch noch ein paar Gedanken drüber machen, über die Beleuchtung der kleinen Kallax-Becken. Zwei Stück an der Zahl, 33 x 38 cm im Grundmaß, 20 cm hoch. Und eines der beiden soll ja dann in jedem Falle hergerichtet werden für die Neocaridina Yellow Fire Zwerggarnelen. Das zweite dann in jedem Falle auch für Garnelen, aber da bin ich mir noch unschlüssig, welche am Ende einziehen werden. Jetzt erstmal sowieso der Fokus auf das, was sowieso schon da ist. Platzbedingt aber eben weichen muss, weil ja das Regal in der Küche zurückgebaut werden muss. Na, zusätzlicher Stauraum muss einfach her. Und deswegen ja diese Kallax-Lösung hier. Zum einen für die Kardinalfische, aber eben auch zum anderen für die Yellow Fire Garnelen. Ja, so ganz untätig war ich in jedem Falle nicht. Also zumindest mal die Rahmenbedingungen sind in jedem Falle geschaffen, dass dann eben auch die Yellow Fire Zwerggarnelen entsprechend gut untergebracht werden können. Ne, für die Red Sakuras ist ja schon die Lösung da mit dem kleinen Optiweitbecken drüben. Ansonsten das Becken hier geht dann ein bisschen weiter nach links. Die Pastellgundeln kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ich die erstmal dann in das Projekt Bachlauf Aquarium einbringe. Ja, Bitterlingsbarben, das ist noch offen. Ne, weil Thema Keller gibt es jetzt auch noch nichts Neues. Sind wir immer noch von Stand vom Montag. Also wir haben den 1.11. immer noch im Visier. Ich bin sehr gespannt, ob das am Ende letztendlich passen wird oder nicht. Aber auch da, ne, meine Exit-Strategie ist eigentlich, dass sie dann in das 100-Liter-Kallax-Becken einziehen und ja, das Becken dann eben neben dem Bachlauf-Aquarium stehen bleiben wird. So der Plan, um dann auf alle Eventualitäten irgendwie ausweichen zu können. Ja, damit wäre dann auch das Regal quasi leer, beziehungsweise alles verplant, was irgendwie drin ist.
Kubotai muss ich mal schauen. Na, ich hätte im Flur noch einen Platz für ein maximal 60-40-40 Becken. Auch das wäre dann sicherlich über kurz oder lang noch eine Option. Und ja, aber ansonsten, na, wird es platzmäßig langsam aber sicher ein bisschen eng. Deswegen müssen ein paar Lösungen her, um einfach neuen Stauraum irgendwo zu schaffen. Ich habe die Kardinalfische hier in der Box direkt vor mir. Ich bin sie gerade am Anpassen. Die sollen dann doch erstmal jetzt noch in das Regal einziehen und zwar zu den Yellow Fire Garnelen. Weil die ganze Zeit hier in der Box drin lassen möchte ich sie auch nicht. Die sollen sich schon ein bisschen mehr, ja, bewegen können. Ja, ist schon ein kleines bisschen beengt, die Box. Also auf Dauer natürlich keine Lösung. Als Zwischenlösung klappt das schon mal ganz gut. Ist jetzt alles ein bisschen aufgewirbelt, denn ich habe jetzt mal zwischenzeitlich ordentlich Schwimmpflanzenmasse abgenommen, überall im Regal verteilt. Ja, die Salvinia auriculata, die hat ja im Garten, die Tiere waren ja vorher im Garten in der, ja, Übersommerung. Da ist die Pflanze explodiert vor Wachstum. Also das ist schon echt der helle Wahnsinn. Muss ich gleich mal schauen, was ich mit dem Rest hier noch veranstalte. Und ja, deswegen das Ganze jetzt hier so ein kleines bisschen aufgewirbelt. Ja, ich denke mal, die Tiere sind jetzt hier im Regal dann doch erstmal besser aufgehoben. Ich kann mir dann in aller Ruhe Gedanken machen, wie möchte ich das neue Zuhause herrichten. Ja, das soll ja am Ende schön sein. Wie gesagt, auf die Schnelle wäre es sicherlich auch möglich. Filter, der jetzt hier in der Box noch sitzt, ist gut eingelaufen, könnte ich definitiv nehmen. Aber ich möchte, wie gesagt, keinen Innenfilter benutzen. Außenfilter hätte ich noch einen im Keller. So einen kleinen JBL 402 ist das, glaube ich. Würde ja für das Becken völlig ausreichend sein. Aber wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, da möchte ich mir einfach in aller Ruhe Gedanken drüber machen, damit das Ganze am Ende auch eine richtig hübsche Sache wird. Thema Hardscape ist auch noch so eine Frage, die ich mir noch nicht zu hundertprozentig beantwortet habe. Ich war mal kurzzeitig am Überlegen, ob ich etwas helleren Poolfiltersand einbringe. Aber irgendwie der Kardinalfisch, ne, der wirkt halt auf dunklem Bodengrund schon nochmal wesentlich schöner. Also eigentlich führt da nicht so sonderlich viel um schwarzen Sand herum. Ja, manchmal, na, ist es gar nicht mal so einfach, die richtige Auswahl zu treffen. So, Schwimmpflanzen fast alle runter. Fische sind jetzt auch, ja, ordentlich angepasst. Also die können jetzt definitiv erstmal in ihr vorübergehendes Zuhause einziehen. Schauen wir mal, ob das jetzt hier problemlos funktioniert mit dem Einfangen. Aber was sollte eigentlich, ne? Was soll denn schief gehen? Ist ja nichts mehr drin irgendwie, wo sie sich großartig verstecken können. Ja, das wird zwar jetzt hier erstmal ein bisschen auf Kosten der Jungtiere gehen bei den Garnelen, aber gut. Das Opfer bringe ich jetzt in dem Sinne. Na, jetzt habe ich mich schon dazu entschlossen, die Kardinalfische wieder zu behalten. Sollten ja eigentlich abgegeben werden nach der Übersommerung. Aber es sind schon schöne Tiere irgendwie, die für mich auch immer wieder so ein bisschen zu kurz kommen. Na, wird immer wieder so als Einsteigerfisch abgestempelt, der Kardinal. Ist ja auch relativ einfach zu halten. Na, ganz klar. Also, aber ja, typische Einsteigerfische gibt es für mich sowieso nicht. Also jedes Tier hat seine eigenen Bedürfnisse. Und denen sollte man in erster Linie auch gerecht werden. Ob jetzt Einsteiger oder eben nicht. Ja, das spielt da für mich keine wirklich entscheidende Rolle. So, einen noch, wenn ich es richtig sehe. Das ist wie immer. Einer bleibt mindestens übrig. Ja, in dem Zuge auch noch mal ein paar Schwimmpflanzen hier mitnehmen. Und dann dürften sie eigentlich alle raus sein aus der Box. Schauen wir noch mal. Ja, ich ziehe jetzt gerade hier mit dem Kescher noch ein paar Schwimmpflanzen ab. Dann kann ich den Rest gleich abgießen. Und dann hat sich die Box erstmal erledigt. Wobei ich glaube, den Filter setze ich erstmal runter zu den Bitterlingsbarben. Weil wie gesagt, der ist gut eingelaufen. Filtermaterial ist Seachem Matrix drin. Die
Schaumstoffpatrone habe ich schon mal abgenommen gehabt. Aber das Ganze kann ja auch weiterlaufen. Ne? Wer weiß, wofür man es irgendwann nochmal gebrauchen kann. So ein eingelaufener Filter als kleines Backup ist ja meistens auch keine so schlechte Sache. So, alle Tiere angekommen im neuen Zuhause. Ja, die Aufnahmen hier jetzt nicht die allerbesten. Es ist ein bisschen dunkel. Die Oberfläche, ne, komplett zugestellt mit der Salvinia Auriculata. Ja, irgendwohin muss ich ja mit den ganzen Resten. Also die Box war ja schon ordentlich voll. Auch hier unten bei den Bitterlingsbarben habe ich noch einiges mit eingegeben. Der zweite Filter läuft jetzt auch da unten im Becken. Also wer weiß, wofür es gut ist, nochmal so einen schön eingelaufenen Filter da nochmal zur Hand zu haben, falls nötig. Ja, ich denke mal, das ist jetzt hier dann doch erstmal die bessere Lösung. Hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Ja? Aber gut, so ist es jetzt erstmal. Und so habe ich in jedem Falle ein kleines bisschen Zeit und kann das neue Becken in aller Ruhe dann gestalten und mir über die Technik Gedanken machen und so weiter und so fort. Wie gesagt, hier wird es jetzt mal ein bisschen auf Lasten von jungen Garnelen gehen, denn natürlich die Kardinale, die snacken schon die ein oder andere Junggarnele weg, das ist überhaupt gar kein Thema. Aber gut, das ist entsprechend ein kleiner Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Na, jetzt sind die Tiere nochmal für eine gewisse Zeit auf etwas weniger Platz eingebracht. Na. Aber ich denke mal, das ist eine ganz vernünftige Entscheidung, um dann jetzt auch in aller Ruhe das neue Zuhause entsprechend vorzubereiten. So, ich würde sagen, zum Freitag machen wir ein Deckelchen drauf für heute. Immerhin ein bisschen was gemacht. Na, die drei neuen Kallax-Becken warten auf jeden Fall und damit machen wir dann jetzt auch innerhalb der nächsten Tage weiter. Oder aber es geht am Bachnow-Aquarium weiter. Auch da gibt es ja noch ein bisschen was zu tun. Also die Aufgaben werden definitiv nicht weniger. In dem Sinne wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Habt eine gute Zeit und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Tschüss und bis bald.